Hallo meine lieben Make-up- und Beauty-Lovers, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für all diejenigen, die wo mich noch nicht kennen, mein Name ist Melanie Hoffmann und ich betreibe ein eigenes kleines Kosmetikstudio im schönen Landhotel Sonnenhalde in Bad Boll. In meinem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie eine Mikroneedling-Behandlung in meinem Studio abläuft. Hierzu begrüße ich als erstes meine Tochter Vivian, die sich heute für mich für das Video zur Verfügung gestellt hat. Wenn euch mein Video gefällt, dann vergesst nicht, geht auf Abonnieren, drückt das kleine Glöckchen, Daumen nach oben und ihr erfahrt immer, sobald ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Behandlung. Als erstes ist es wichtig, dass ich das Gesicht meiner Kundin gründlich reinige. Hierfür verwende ich von CMC Kosmetik das Beautifying Gel. Dies trage ich auf das komplette Gesicht meiner Kundin auf. Und werde es gut einmassieren, damit sich sämtliche Schmutzpartikel von der Haut lösen. Wenn wir das Gesicht der Kundin jetzt gut einmassiert haben und somit alle Schmutzpartikel von der Haut gelöst haben, nehmen wir das Ganze mit einer Kompresse wieder ab. Für die Mikroneedling-Behandlung ist es auch wichtig, dass ich mir vorher meine Hände desinfiziere. Zu der Behandlung trage ich einen Mundschutz und Handschuhe. Auch meine Handschuhe werde ich gut desinfizieren, dass ich wirklich keine Bakterien oder Schmutzpartikel auf die Haut meiner Kundin übertrage. Ich möchte euch heute die Behandlung in einem Schnelldurchlauf zeigen. Eine Mikroneedling-Behandlung dauert bei mir ca. 60 Minuten. Ich möchte euch aber jetzt nicht 60 Minuten hier im Video festhalten, deswegen werden wir die Behandlung in einem Schnelldurchlauf durchgehen. Ich habe jetzt die Haut meiner Kundin gereinigt und werde sie jetzt noch desinfizieren. Hierzu nehme ich ein paar Alkoholpads. Mit diesen Alkoholpads fahre ich jetzt jede Stelle der Haut meiner Kundin ab, wo ich mit dem Mikroneedling-Pen drüber gehe. Aber was ist denn eigentlich in einem Mikroneedling-Pen? In einem Mikroneedling-Pen kommt ein Kopfaufsatz mit lauter vielen kleinen Nadeln drauf. Durch das Mikroneedling entstehen kleine Verletzungen in der Haut. Hierdurch werden Kollagen und Elastin angeregt. Mit der Mikroneedling-Behandlung können wir die Haut regenerieren, Fältchen glätten, Poren verfeinern und Narben reduzieren. Nun schraube ich den Needling-Kopf auf meinen Mikroneedling-Pen. Wichtig ist es, dass, da wir an der Stirn beginnen, dass wir eine niedrige Einstichstiefe verwenden, da die Haut am Stirnbereich
nicht so tief ist wie im Wangen- oder Backenbereich. Ich werde nun als erstes mein Hyaluron-Forte-Serum auf die behandelten Stellen auftragen. Damit der Micro-Needling-Pen schön über die Haut gleiten kann. Meine Micro-Needling-Behandlung ist in drei Reihenfolgen. Als erstes gehe ich mit der Haut waagrecht, dann senkrecht und zum Schluss in kreisenden Bewegungen über das komplette Gesicht drüber. Wie gesagt, ich werde es euch jetzt in einem Schnelldurchlauf zeigen. Ist es so angenehm für dich? Ja. Wir werden nun wieder etwas von unserem Hyaluronserum verwenden und es auf die nächste Partie auftragen. Da wir jetzt in den Wangen-Backen-Bereich kommen, werde ich die Einstichstiefe erhöhen. Nachdem wir nun waagrecht über das komplette Gesicht drüber sind, werden wir das Ganze nun senkrecht machen. Wie ihr jetzt schon erkennen könnt, färbt sich die Haut meiner Kundin ins Rötliche. Das heißt, wir haben die Haut jetzt schon ein wenig geöffnet. Nun sind wir einmal waagrecht und einmal senkrecht über die Haut drüber gegangen. Jetzt machen wir es in kreisenden Bewegungen. Auch hier wieder mein Hyaluron-Forte-Serum auftragen. Gerne auch hier über die Zornesfalte ein paar Mal drüber gehen.
damit wir so die Falte reduzieren können. Auch wieder unsere Nasenflügel, unsere Nasenwand. Nicht vergessen. Jetzt trage noch mal ein bisschen Hyaluron-Forte-Serum auf. Gerne können wir auch bei Behandlungen den Hals mit behandeln. Das mache ich jetzt nun hier im Video. Erstmal nicht, da ich euch ja nur eine Gesichtsbehandlung zeigen möchte. Dann kommen wir auf die andere Seite. Auch hier wieder das Hyaluron Forte Serum auftragen. Reißenden Bewegungen schön über das komplette Gesicht überbringen. Wie gesagt, bei meiner Komplettbehandlung von einer Stunde wird das natürlich noch feiner alles hier mit dem Microneedling-Pen bearbeitet. Ich möchte euch das ja nur heute in einem Schnelldurchlauf zeigen. Auch hier die Nasenwand nicht vergessen. Nun geben wir den Rest von unserem Hyaluron Forte Serum auf die Haut auf. Das werde ich jetzt gut in die Haut einpacken, damit so die Kundin nochmal Wirkstoffe in die Haut einschleusen kann. Da die Haut jetzt meiner Kundin sehr gereizt ist, durch die Microneedling-Behandlung, bekommt sie jetzt von mir eine kühlende Face Mask. Hierzu verwende ich die Hydrogel Face Mask von CNC Kosmetik. Hydrogel Face Mask ist schön kühlend und dadurch beruhigt sich die Haut meiner Kundin von der Microneedling-Behandlung.
Wenn wir zum Beispiel sehr tiefe Falten haben, wie an der Nasopialfalte oder der Zornesfalte, dort gehe ich am Schluss meiner Mikro-Needling-Behandlung nochmal speziell drüber mit meinem Mikro-Needling-Pen. Nun kann sich die Haut meiner Kundin durch die Maske beruhigen. Wir lassen die Maske ca. 20 Minuten einwirken und anschließend geben wir unsere Abschlussprodukte, unsere Pflegeprodukte auf die Haut. Nun sind die 20 Minuten vorüber. Wir werden nun die Maske von meiner Kundin wieder abnehmen. Im nächsten Schritt gebe ich meiner Kundin Laminar Protection von CNC Kosmetik auf die Haut. Wichtig zum Abschluss dieser Behandlung ist es, dass wir unserer Kundin oder dass ich meiner Kundin eine spezielle Creme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor auf die Haut gebe, damit die Haut nun vor Sonnenstrahlungen geschützt wird. Hierfür verwende ich dieses Anti-Age Sun Fluid mit dem Lichtschutzfaktor 50 von CNC Kosmetik. Bitte nach einer Mikro-Needling-Behandlung die nächsten 8 Stunden kein Make-up auftragen. Um ein perfektes Ergebnis erzielen zu können, empfehle ich eine Mikro-Needling-Behandlung im Abstand von 3 bis 4 Wochen. So können wir langfristig ein gutes Hautbild erzielen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, euch beim nächsten Video wiedersehen zu dürfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner Tochter, dass sie heute für mich Modell war, und bei meinem Enkelkind für die tollen Geräusche im Hintergrund. Bis bald, eure Melanie Hoffmann.